Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Guck mal, da kommt uns schon einer entgegen, weil er einfach so sagt, ich hab das Leben satt, ne? Ich hab nur noch die Hälfte. Ha! Die Frau hat mir alles genommen, selbst die Beine. Und den wollen wir ein bisschen. Oh, war ein Stehaufmännchen gewesen. Der wollte einfach mal das Leben jetzt beenden. Und da helfen wir natürlich, ne? Wir sind ja jetzt da nicht so, ne? Wir machen alles möglich. Gerne. Wir helfen. Einfach hilfsbereite Menschen sind wir alle. So, ich habe ja letztes Mal hier drinnen schon eigentlich alles durchsucht, was hier so rumlag. Nur noch die eine Seite fehlt. Und da gehen wir jetzt mal lang. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Glück. Ich habe unten ja schon mal reinsortiert, was wir nächstes Mal verkaufen wollen. Weil wir das eben doppelt haben. Und Jetons sind Jetons. Und wenn wir eben mehr Jetons machen können, dann können wir eben mehr Jetons machen. Ne, deswegen dachte, oh, was ist das hier? Schalldämpfer-Mod? Mündungsbremse. Guck mal, wie viel wir hier unten haben, ne? Heftig. Also ich find's gut. So, gucken wir hier noch rein. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier so ein richtiges, schönes Crocodile-Dundee-Messer. Jagdmesser. Geil. So. Aua. Was war das? Sonst haben wir hier noch 10.000 Zettelchen und so. Ah, hier hinten ist doch bestimmt auch noch was. Also wir haben jetzt draußen ja gesehen, es gibt noch einen Hintereingang, ne? Das können wir uns auch dann gleich noch angucken. Da wird natürlich auch ein bisschen Gefahr sein, ne? Also hier war ich schon dran anscheinend, ja, war ich schon. Gut. Gibt es hier natürlich auch geile Toiletten. Gucken wir mal. Ja, klar sind da auch Zettelchen drin. So, Video überwacht. Okay. Alter Schwede. Mach doch nicht sowas mit mir. Ich kack mir manchmal weg. Ist noch kalt draußen? Zu kalt, ne? Und die Sonne ist noch nicht rum, ne? Nimm doch Decke mit. So, gucken wir hier rein. Wartet hier. Oh, und gibt's Alori? Bisschen medizinische Vorräte. Ein Blutkonservenbeutel. Okay. Mülltonnchen. Und auch Jetons drinnen, ne? Ja. Jeton mich mal weg. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, ich wollte schon sagen, ich wollte hier wenigstens auch ein Stahlbahn noch raus. Besser wären natürlich zwei. Yeah. Obwohl, den habe ich beim anderen eigentlich auch zwei gekriegt, oder nicht? Müsste ich ja vier Stück haben. Fünf Stück. Aber wir einen noch drin hatten, bestimmt. So, Wasserbehälter. Oh, da kriegen wir eine Flasche vollsten, schönsten Saft. Ja, so Saft so selber trinke ich eigentlich nur sonntags, ne? Weil ist mir zu süß. Da trinke ich lieber Cola. So, das haben wir hier alles weg. Ja, wir nehmen das halt mit, ne? Ich bin arm wie Mäuschen. Ich brauche jedes Stück Stuff. Jedes Stückchen. So, wo geht's hier hinten jetzt hin? Oh, oh. Ich nehme mal meinen kleinen Meinungsverstärker in die Hand. Nicht, dass jetzt hier einer kommt und sagt so. Rar. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, Zettel. Okay. Hat sich angehört wie so ein Gremlin eigentlich so. Ah, hier ist zu. Ja, da gucken wir gleich mal rein. Ich will ja nur auf den Hinterhof. Hallo? Achso, hier ist nichts. Ein bisschen Blei. Und nochmal ein bisschen Blei. Noch weniger Blei jetzt ein bisschen, eigentlich, ne? So, da können wir gleich nach oben. Aber wir wollen natürlich auch den gucken. Ich glaube, ich nehme das auch mit. Los, komm. Letztendlich muss man ja auch so sagen, ich weiß gar nicht, kann man das verkaufen? Nö, kein Kaufpreis. Ah, gut. Wir wissen ja auch nicht, inwiefern wir wie groß bauen wollen. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie lange die Staffel gehen soll, ne?
Kann natürlich auch sein, dass ich sage, hier bei Folge 120 ist dann schon Feierabend. Und dann sehen wir uns irgendwann in der zweiten Staffel. Ich weiß das noch nicht so richtig, wie das so konzeptmäßig bei mir so. Das hat auch viel damit zu tun, wie viel Spaß ich daran habe, ne? Hier so ein bisschen hin und her zu geistern und so weiter und so fort. Ich zerlege schon mal die, so die Kleinigkeiten. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Kürbissamen behalte ich natürlich, weil das ist immer ganz, ganz cool. Sonst so den können wir zerlegen. Hier können wir auch mal ein Stück essen. Da habe ich aus Versehen die falsche gedrückt. Die bauen wir schon mal ab. Wir können noch ein bisschen was ins Fahrrad packen. Eigentlich wollte ich auch hinten durch. Und ich kann mir gar nicht mehr so viel vorstellen, dass wir so viel hier sehen. Hello? Hat somewhere some Zettel for me? Ah, nur some? Und ein Tresor. Also hier müsste auf jeden Fall noch ein geiler Bauplan drin sein, ne? Es gibt schon recht, recht viele, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall. Ah, siehst du, ich wollte hinten mal gucken wegen Pilze. Ich glaube, in der letzten Folge wollte ich das machen. Ob da irgendein Eintrag steht, wo ich die herhaben kann und so weiter und so fort, ne? Komm, wir gucken uns mal um. Wir können auch hier hinten mal gucken. Was haben wir denn hier? Draht, Werkzeug und sowas. Ich kann ja mal gucken. Nee, Pilze gibt's nicht. Es gibt keinen Eintrag zu Pilze. Tagebuch. Ja, das ist doof. Schatzkarten gibt's alles. Schmieden. Brandgefährdet. Was brandgefährdet? Manche Zombies. Was? Manche Waffen, Zombies oder Teile der Umwelt können sich in Brand setzen. Okay. Ja, dann kann das wohl so. Dann machen wir das schnell hier noch kaputt. Dann weiß ich nicht, ich glaube, wir sind mit 8 Überladungen. Es kommt drauf an, was wir jetzt hier gleich rausziehen. Aber wir sind schon deutlich zu fett eigentlich, um aufs Dach zu gehen. Jetzt haben wir 9 Überladungen. Siehst du? Ne, ich glaube, ich gehe dann mal hier schnell. Ist hier oben noch was? Ja, bauen wir die oder? Was soll der Geiz? Ein Rohr mehr oder mehr ist jetzt auch nicht mehr. Falsche Richtung. Weil hier, da zeigt er ja an, hier, pass mal auf, hier ist Schatz. Und ich denke mal, hier oben ist dann nochmal richtig geil. Deswegen gehen wir gleich aufs Dach und sagen. Oh. Aber ich werde die Wumme nehmen. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich eben, ja, befürchte, dass da hier so eine Flattermänner, Idioten da rumflattern. Und ich da einfach gar keinen Bock drauf habe. So. Ich packe meinen Koffer und stecke weg. Dich, dich, dich. Leuchte werden wir nicht mehr so finden. Zwei Plätze haben wir noch. Was finden wir auch noch nicht so? Dietrich. Was siehst du, hätte ich ja aufschließen können, wa? Hier haben wir eine Mod. Und den Gips. Und den zerlegen wir. Ordne neu an. Dann haben wir auch ein bisschen Platz. Ich höre da irgendwas hier. Irgendeiner bewegt sich doch. Doch, irgendeiner haut da oben schon wieder. Einer ist im Boxtraining. Irgendeiner haut da hier hinten durch. Wo denn? Ach, wer weiß. Ich lasse mich jetzt hier verrückt machen. Oh, schön. Pass auf. Hallo? Ja. Was macht denn ihr denn da drin? Habt ihr einen Ausgang in der Nähe von? Naja, macht mal erstmal da kaputt. Ich geh mal gucken, was hier noch so ist. Guten Morgen! Du denn drinne? Ihr seid mir eindeutig zu viel auf Knacks, Jungs, Mädels. Ihr ja auch.
Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann, aber... Oh. Entschuldigung. Reflex. Hau ab. Ja, ja, das kommt. Wollen wir nicht so sein, ne? Wollen wir die Mäuse jetzt mal befreien? Einfach mal mit der Schaufel ins Gesicht, ne? Ich hab das Spiel nie geschrieben, ne? Wieso nicht, warum das so komisch aussah? So, einen nehme ich mit. Hier ist noch was versteckt. Ja, ist okay. Nee. Ach, jetzt habe ich die Feder wieder mitgenommen, ne? Nee, nehme ich nicht mit. Stofffetzen nehme ich auch mal nicht mit. Die hier auch nicht. Die können wir zerlegen. Das nehme ich auch nicht mit hier. Das Jammelfleisch, das habe ich keinen Bock zu. Okay, mal da hinten. Einer hat sie befreit anscheinend. Irgendeiner haut auch hier unten irgendwo hin. Mäuschen. Ah, hier ist wenigstens was drin. Müsste gar nicht die andere Seite. Jetzt habe ich noch mitgenommen, ne? Andere. Ah, hier sind sie damals raus. Okay. Okay. Andere Seite denn auch vielleicht noch mal reingucken, ob da noch irgendwas Schönes wichtig. Ach du Scheiße. Nee, 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 nee. Uncool. Naja, seh dich schon. Deswegen hasse ich Hunde. Die sind einfach so aggressiv. Einfach so. Das stimmt nicht, sagt sie. Frau ist ein totaler Hundefan, ne? Ich wollte eigentlich mal hochgucken. Stopp mal, wir bauen uns da mal nach oben ein bisschen. Ja, pass auf. Zack, 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 zack. Okay, da ist nichts. Ich dachte wirklich jetzt so cool, da ist was. Hello? Hübsch. Essen hat er hier. Bücher hat er hier, ne, zum Einschlafen. Bettchen. Das hier ist, wie sieht ihr, hier auch nochmal Bücherregal mit Flamingo Dance Nadeln Faden. Winterbekleidung. Nimm ich. Nimm ich mit. Kein Problem. Hier nur Zettelchen. Unberührte Bücher. Oh, was ist das? Wölfe. Wölfe sind weit verbreitete Raubtiere und im Rudel gefährlich. Verursachen 10% mehr Schaden an Wölfen. Wann zum Teufel habe ich mal Wölfe hier gesehen? Also Puma gibt's ja, ne? Bestimmt in irgendeinem Gebiet, wo ich noch nie drin war. So, was sind das hier? Stacheldrahtmod. Hier Looter, Schrott, Müll, anderen Schatz. Jo, nimm mal mit. Hier müssen wir gleich reingucken. Oh, was ist das denn? Weben. Das Ödland ist voller Dinge, die dich bluten lassen. Man kann nie genug Verbände haben und Stoff ist niemals schwer zu finden. Also habe ich mir angeeignet, wie man Ölpflanzenfaser zu Stoff webt. Jetzt habe ich genug Verbände. Das ist mein Geheimnis. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hier so richtig cool für mich ist, ne? Es regnet. Siehst du, und jetzt können wir schon wieder irgendwas nicht mitnehmen, ne? Also, das hier ist Schrott. Sonst so Knochen sind Schrott, ne? Ist klar. Lass uns das mal logisch machen. So, Essen brauchen wir gar nicht. Aber trinken, das können wir schon einmal trinken, dann ist das schon mal weg. Das können wir ja fallen lassen, das ist nicht so wichtig. Sonst so. Jetzt können wir das zumindest aufnehmen, ne? Das hier? Aufnehmen, danke. So, dann machen wir mal die Kisten auf. Ich hoffe, da ist jetzt nicht allzu krasse Ding drin, ne? Also hier. Oh, was ist das hier? Durch Lesen des Rezepts kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Pilzsporen. Boah, geil. So, und hier hätten wir einen Klauenhammer, Level 5, das ist gut.
ein Fahrzeug Brennstoffsparer und Benzin. Ja, das nehmen wir gerne, ne? So, jetzt sind wir eigentlich so gut wie voll. Also wir sind voll, ne? Ja, dann müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall das Autohaus da irgendwie mal angucken und machen. Vielleicht ist da ja irgendwie ein bisschen anders oder so. Müssen wir natürlich den ganzen Scheiß noch durchlatschen. Ich weiß gar nicht, wo ist denn die Frigide Hilde, die unten da irgendwie war. Die war doch hier heftig am Hauen. Vielleicht ist die jetzt abgehauen. Die hatte keinen Bock mehr. Die hat bestimmt gesehen, wie ich den Hund da kaputt geschossen habe. Hat sie Angst gekriegt. Hundertprozentig. Aha. Oder die kommt von vorne jetzt. Weil ich mir eigentlich wünschen würde, ne? Die jetzt sagt so, ey, weißt du was? Ich fand das ganz doof, wie du das gemacht hast, ne? Zeig mir mal, wie man haut. Und ich sag einfach, okay. Huha. Und kaputt. Ich will die jetzt töten. Ach, da ist er. Ja, kurzer Ausritt. Okay, haben wir auf dem. Ach, dahinter. Hinter mir ist das. Der sein können, dass man das vielleicht ein bisschen noch anders sieht oder besser sieht oder sonst irgendwie was, ne? Aber direkt dahinter, ich weiß nicht, ob wir uns das denn gleich abholen. Müssen wir ja nur ein bisschen was rausschmeißen, ne? Wir haben ja viele, viele kleine Grundstoffe wieder. Weil jetzt so weit weg ist das nicht, ne? 400 Meter, das geht eigentlich immer schon. Ein bisschen questen können wir natürlich dann auch noch die nächsten Tage, um wieder so ein bisschen uns aufzufüllen und das zu machen oder uns das so zu machen, wie wir das gerne hätten. So, hier ist ganz schön alles kaputt, ne? Bräuchte ich Zementmische. Betonmische geht so nicht, weil uns fehlt kleiner Stein Bruchsand. Kleiner Stein und Bruchsand. Haben wir gar nicht viel, ne? Also solange wir das nicht haben, da müsste ich echt mal ein bisschen noch so aufpassen, ne? Ich mache erstmal die Verkaufsdinger rein. Da hatte ich noch was. Guck mal, wir haben richtig viel zu verkaufen. Mittlerweile ist das schon eine geile Sache, muss ich sagen, ne? So, Tee, Ekelwasser, das behalten wir. Das hier noch. Sortier dich mal. Sortier dich, tier dich, tier dich mal. Ja, so viel Schuss brauchen wir auch nicht, ne? Was soll passieren? Ha! Ist ja jetzt nicht so, dass das hier gefährlich draußen wäre. So, das, 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 das. Ein Waffenmod. Ne, die kommt gleich oben rein. Das habe ich gelernt jetzt. Deswegen haben wir das ja alle getrennt so wunderschön. Öl hatten wir hier auch, oder nicht? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Müsste auch rum sein. Zack. Und Öl. Ja, sage ich doch. Öl ist hier auch rum. Heftig. So. Geld, Jetons kommen rüber. Die Mod-Reihe ist hier hinten. Die Trade kommen hier unten rein. Ja, und dann haben wir es ja schon mal richtig schön. Zack, zack. 4000 Jetons. Geht schon, ne? Gucken wir kurz ins Fahrrad. Holen. Eigentlich, weißt du, ist ja alles hier nur zum Verkaufen, ne? Wir haben natürlich einen Waffenmod hier noch bei. Aber der Rest ist heftig. Guck, einer guck. So viel verkaufbare Verkaufsereignisse. Besonders wenn ich sortiere. Aber ja, schon so. Aber ich glaube, mehr als 160 gibt es für so einen nicht, ne? Ne, geh mal hier. Der staffelt schon die ganzen 160er. Und hier ist dann nur noch 100 da, okay? Und dann, ah, okay. Ja, man muss ja auch mal lernen, ne? Dazu lernen.
So, dann kommt. Nee, Quatsch, falsch. Aber du kommst hier rein. Oh. Ja, wenigstens hat man ein paar Waffenmods, ne? Das ist ja wenigstens von der Sache her, dass wir hier hin und her fahren. Und einigermaßen looten. Ich glaube, da gibt es hier speziellere oder richtig Leute, die voll up to date und voll krass schnell sind und so. Das ist bei uns natürlich, ja, so wie es eben kommt, ne? Weder ich sehe da mal einen Busch, wo ich sage so, hey, cool. Ist denn das? Busch? Lass mal gucken. Ne? Oder ich sehe da mal was. Obwohl ich glaube, ich lasse mich nicht schnell ablenken. Ich dachte, ich fahre hier hinten eigentlich mal lang wegen so einem Baumstumpf oder so. Naja. Denn eben nur wegen dir. Nur wegen dir komme ich hier hin. Ich hab dich echt vermisst. Ich wollte schon sagen, ey. Jetzt nicht übermütig werden, Madame. Da ist ein Hähnchen, aber so ein Hähnchen interessiert natürlich jetzt auch weniger, ne? Sind eigentlich meine Lieblingstreffer, ne? Einfach so ins Gesicht hauen. Ja, also kein Baumstumpf für mich. Ist natürlich ein bisschen traurig immer, aber wenn das halt so ist, dann ist das halt so, ne? Kannst ja auch nie erzwingen, so ein Baumstumpf. Dann gehen wir mal rüber ins Car Center. Vielleicht haben wir da ja ein paar coole Sachen für so ein Auto oder Motorbike, was wir hier zusammen kleistern, schrauben, wie auch immer können. Das wäre eigentlich voll cool. Da unten haben wir ja auch noch neue Sachen, ne? Ja, hier ist ein cooles, großes Gebiet. Da kann man bestimmt einiges ja, zusammenfinden. Toll. Also wegen den Knochen da muss ich da nicht, ne? Also ich weiß zwar, das ist noch ein Job, aber Knochen sammeln, deswegen muss ich ja hin. Nee, das muss nicht sein. Nee, das ist bestimmt nur der Knochen, ne? Ja, feingelassene Beute. Will ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. So, ich glaube, ich gehe erstmal durch und säuber mir hier alles. Weiß ja nicht, ob hier noch ein paar sind. Sind ja alle schon tot. Alter Schwede. Ich hab mich ein bisschen selber erschrocken, aber war geil. Warum waren die denn so schnell? So aggressiv? Wegen mir? Ich hab doch gar nicht Schema. So, dann räumen wir mal von hinten auf. Ja, natürlich. Wenn in irgendwas da nur Blei drin ist, dann fühle ich mich natürlich auch bleigeil. Puh, kennen wir alle schon, ne? Ein Fass umgerührt. Ja, aber ein Reifen, das ist ja auch nicht schlecht. Kunststofffass. Einmal Pisse zum Mitnehmen. Oh, was ist das denn? Wo denn? Warum hast du denn so ein Speed drauf, du Eierkopf? Okay, hier sind auch noch ein bisschen ein paar Autos und so, ne?
Ja, der ist schon ein bisschen älter. Oh, hier gibt es die Geheimnisse. Der sagt aber auch nichts, ne? Hello? Ich liebe die Schrotflinte. Und ich hasse Hunde. Zumindest in den Spielen, ne? Die meisten Hunde gehen ja. So, ab aufs Dach. Ach, du lebst ja auch noch. Naja, ich sehe dich. Gibt's hier noch was? Oh. Oh Gott. Ich hasse diese Viecher. Ich spring nie wieder einfach so rein. Also klar, die Munition jetzt. Da war was Schönes dabei. Das lesen wir gleich. Ich guck noch mal hier. Electronic Powered by Lautsprecher. Und? Ein bisschen was haben wir gefunden. So, was ist das denn hier? Robotik Band 1. Robotikschaden. Cool. Und das hier? Achso, das kennen wir jetzt mittlerweile auch. Landminen. Schärfe dein Gehör für das leise Klicken des Auslösers einer Landmine und spare dir, was? Und spare dir deine Beine für die andere Reise auf. Landminen detonieren nicht, wenn man über sie läuft. Geil. Das ist doch mal cool. Richtig cool. So, dann können wir das hier noch auseinandernehmen. Hier ist noch was versteckt anscheinend. Blei, ja. Das ist auch irgendwas, Tankstelle oder sowas. Ich weiß nicht was. So, würde ich sagen. Oh, hier gibt es ja auch noch geile Klimaanlagen oben, ne? Schrauben wir natürlich auch gerne auseinander. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für Zuschauen. Und dann nehmen wir hier den Rest auseinander, ne? Haben ja noch einiges zu prüfen hier. Achso, da kann man nur draufhauen, ja. Ich glaube, ich werde so über den Zaun hier nach unten springen und dann bin ich gleich vorne. Also, bis next time. Ciao. Ciao. Bye, bye.